Das Bundeskabinett hat heute dem Gesetzentwurf zur Reform der Psychotherapeutenausbildung zugestimmt. Damit etablieren wir einen eigenständigen Studiengang für Psychotherapeuten und verbessern die psychotherapeutische Versorgung. Bislang müssen angehende Psychotherapeuten erst Psychologie studieren oder Sozialpädagogik und dann eine Ausbildung machen. Abgesehen davon, dass die Therapeuten in der Ausbildung heute häufig schlecht bezahlt werden, ist diese Trennung weder zeitgemäß noch attraktiv. Das wollen und werden wir mit diesem Gesetzentwurf ändern. Künftig soll Psychotherapie ein eigenständiger Studiengang werden, der nach 3 Jahren zum Bachelor und nach 2 Jahren zum Masterabschluss führt und mit der Approbation endet. Danach soll sich eine Weiterbildung in stationären oder ambulanten Einrichtungen anschließen. Zwar können sich die Psychotherapeuten erst nach dieser Weiterbildung ins Arztregister eintragen und damit eine Zulassung auch für die Patientenversorgung bekommen und sich dafür bewerben, aber bereits in der Weiterbildung werden die Leistungen in den Krankenhäusern wie in der Ambulanz vergütet. Das heißt, sie können einen höheren Lohn bekommen als heute, was ja durchaus auch ein großes Thema im Rahmen verschiedener Protestbewegungen vom Psychotherapeuten in Ausbildung gewesen ist in den letzten Monaten. Im Psychotherapeutengesetz aufgenommen haben wir den Auftrag an den gemeinsamen Bundesausschuss, die psychotherapeutische Versorgung zu verbessern. Wir haben ja innerhalb der Koalition entschieden, diesen Bereich aus dem Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung auszugliedern. Und hier passt, glaube ich, auch im Sachzusammenhang sehr, sehr gut, im Rahmen des Psychotherapeutengesetzes weiter zu beraten. Bis Mitte des kommenden Jahres soll nach dem Gesetzentwurf der gemeinsame Bundesausschuss Richtlinien beschließen, wie die Psychotherapeuten besser miteinander und mit anderen Ärzten und Versorgungseinrichtungen verzahnt werden können und in zusammenarbeiten können und das eben in einer strukturierten Art und Weise.